So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder mal was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir wollen heute nämlich wieder mal was testen und das ist was, was keiner mit mir testen möchte, weil weder Pupsi noch Mama mögen das und sind schon vorher abgeschreckt, obwohl das ist eigentlich nur Saft, oder nicht? Vor allem Saft, 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 beziehungsweise, was ist das? Da steht Orangina. Kennt ihr auch Orangina aus? Keine Ahnung woher, ich glaube schon wieder aus dem Rewe oder so. Wir haben hier einmal normal Orangina, ne? Summer Edition, Orangina, Original mit Fruchtfleisch, wenn man es rumdreht. Okay, ich weiß nicht, ob da Kohlensäure drin ist, ich glaube schon. Die ist nämlich auf jeden Fall ziemlich brutal. Ist auch nur bis 24.12. haltbar, sehe ich gerade. Oha, das muss weg. Und hier haben wir noch Orangina Ruß, oder wie man das ausspricht, ist auch die Summer Edition von Orangina mit Fruchtfleisch Ruß. Gibt es auch jetzt eine Winter Edition oder irgendwas, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Orangina, denke ich mal, ist jetzt Orangensaft oder Orangenlimonade, aber das ist dann Ruß, Ruß-Limonade. Habt ihr das schon mal gesehen? Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich habe auch mega Durst und im Stream gerade haben die Leute gesagt, Ramses, am besten du gönnst dir einfach mal ein schönes, kühles Bierchen. Habe ich gesagt, da muss ich aber erst für Raid am Mittwoch, ach für Ramses Kitchen wieder irgendwas testen, dass ich ein Bier aufmachen kann. Dann kann ich es aber nicht genießen, dann muss ich das wieder wegschütten. Das habe ich jetzt gemacht. Wir testen die zwei Orangina, dass ich danach die Dose 500 Dosenbier probieren kann. Und wir fangen natürlich mit dem an, was ich gerade rumgedreht habe. Machen das mal auf. So, vielleicht ist das trotzdem keine Limonade, doch eher Saft, obwohl mit Frucht, Saft mit Frucht, nee, Limonade mit Fruchtfleisch, die Flasche ist, glaube ich, einfach so hart, das hat nichts mit Druck zu tun. Wir probieren einfach mal kurz, dann merkt man ja, ob es Kohlensäure hat oder nicht. Ja, jetzt kann ich es immer noch nicht sagen. Ich glaube, es hat, es ist eine Mischung aus Kohlensäure und keine Kohlensäure. Ich habe es auch gerade einmal rum und einmal zurück. Jetzt sprudelt das da drin ein bisschen, aber irgendwie hat es einfach nur so einen ganz leichten Kohlensäure-Touch. Und das schmeckt irgendwie auch richtig gut, erfrischend. Am liebsten hätte ich die ganze Flasche jetzt direkt leer getrunken. Ihr seht, ich nehme einen kleinen Schluck und die ist schon fast leer. Aber wenn ich die jetzt ganz trinke und das andere ganz trinke, dann wird das mit dem Bier pervers. Das trinke ich am liebsten nach dem Bier, um den Biergeschmack rauszukriegen. Bin aber überrascht. Ist nicht so aufdringlich wie ein Saft. Ist nicht so prickelnd wie eine Limonade. Ist eine erfrischende Verkühlung. Egal, es ist einfach wunderbar. Gönnt euch Orangina. Das, zum Glück ist das kein Sponsor, sonst hätten die gesagt, Alter, was laberst du? Wir haben aber noch eins übrig, wir haben das andere noch. Eine Erfrischung. Jetzt haben wir es doch. Es ist eine Erfrischung. Tut mir leid, wenn man müde ist, dann manchmal kann man einfach, dann ist, ne? Ihr wisst, wie das ist. Wir machen das auch mal auf, dann bin ich mal gespannt. Das riecht sogar noch intensiver und fruchtiger, ist sogar bis 25.12. haltbar. Das heißt, das hätte ich einen Tag später trinken können und es wäre immer noch gut. Alter, was ist das? Ich habe das noch nie erlebt. Ihr müsst euch vorstellen, ihr trinkt gerne Fanta. Und nichts ist mit Fanta vergleichbar, weil Fanta einfach die Orangenlimonade schlechthin ist. Und jeder, der sagt, wenn du irgendwo ins Restaurant gehst und sagst, ich hätte gern ein Glas Fanta, und die drehen dir immer irgendwelche billige Orangenlimonade an, die einfach nach nichts schmeckt. Fanta ist der Boss. Und jetzt kommt Orangina und schmeckt einfach so heftig. Also ich würde das sogar Fanta vorziehen. Keine Ahnung. Bei Fanta, es ist ein Unterschied. Kauft ihr Fanta in den kleinen Flaschen, in den großen Flaschen, in den Hartplastikflaschen, in den Weichplastikflaschen. In jeder Flasche schmeckt Fanta anders. Aber das
schmeckt perfekt. Und weil es das nur in diesen Flaschen gibt, müsste das also eigentlich immer gleich schmecken. Auch das Kohlensäureverhältnis, wunderbar, Geschmack, wunderbar. Finde ich richtig genial. Jetzt müsste ich das nicht mal wegspülen. Trotzdem nehmen wir das gute 500er Dosenbier, machen das auf und prügeln uns das sinnlos rein ins Gehirn, damit noch mehr Hirnzellen absterben und ich mir vielleicht nicht mehr ganz so oft einen Kopf mache und ruhiger werde. Wir probieren es. Es klappt ja schon sehr gut, wie man sieht. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Habt ihr auch schon mal Orangina probiert? Wenn nicht, ich empfehle es euch auf jeden Fall. Probiert Orangina und sagt mir mal, wie euch das schmeckt, was ihr davon haltet. Wenn ihr das nicht kennt, wenn ihr es kennt, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin positiv überrascht. Jetzt gönne ich mir noch das 5-0er Dosenbier. Der Adi guckt schon wieder an die Decke und sieht Gespenster. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Oh. Ist, glaube ich, noch ein kleiner Schluck drin. Beziehungsweise war das alles schaumig, aber das hat sich irgendwie noch mal abgesetzt. Theoretisch ist da immer noch ein Fladen drin. Jetzt müsste es aber gehen. Jetzt noch eine Orangina hinterher und der Tisch ist wieder voll. Wie gesagt, ihr werdet noch sehen, es wird einen Umschwung geben. Ramses Kitchen wird sich verändern, auf jeden Fall. Denn so kann es nicht weitergehen. Aber dazu demnächst mehr. Peace out, Vorhaut, euer schlechter Ramses. Oh.